Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian und ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox einen Traktor vor, und zwar den Lizard K5. Und hier seht ihr das gute Stück schon vor mir stehen. Diesen findet ihr im Shop unter Kategorie Traktoren, dann unter mittelgroße Traktoren, ganz hinten bei den letzten Traktoren Mods für 110.000 Euro Anschaffung, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit, 250 PS, 1021 Liter Volumen für Diesel. So, schauen wir mal rein. Konfigurationsmöglichkeiten ist auch die Farbe. Kann man in 8 verschiedenen Farben wählen. Sehr schöne Texturen. So sieht es im Shop zumindest aus. Die Scheiben kann man aus klarer Design auch getönt machen. Ja, also sieht sehr gut aus. Und die Reifen werden zwischen Zwillingsbereifung und Standard. Mehr ist bei dem Fahrzeug leider nicht möglich. Wenn man das alles machen würde, liegt man bei 120.000 Euro für einen Schlepper mit 250 PS. Würde ich sagen, ist recht okay. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ihr seht, Texturen sind sehr, sehr gut. Also da ist, ne, man sieht den Motor, es ist halt leicht schraffiert durch das Netz. Also die Gitter, was im Motorraum verbaut ist. Die Diegel sind gut lesbar, die ganzen Details hier bei der Lenkachse, die Aufkleber, von wegen nicht drauflaufen, was ich gerade mache, Körper. Der Feuerlöscher ist gut sichtbar. Also von der Qualität her muss ich wirklich sagen, sehr, sehr gut. Auch mit den Farbgebungen ist es nicht überzogen, dass es so bunt ist oder so, sondern sehr dezent gehalten und passend. Ne, auch mit der Fahrerkabine ein sehr schönes Fahrzeug. Wir steigen einfach mal ein. Ihr seht auch animiert, Türen gehen auf, Lenkrad kommt ran, der Fahrer ist auch animiert. Ne, auch wenn es Gas gibt, eine Bremsung mit Gas. Ist sehr, sehr schön. Auch von innen seht ihr, ne, ist auch alles beleuchtet. Die ganzen Anzeigen, ne, sowohl die Blinker als auch Licht allgemein. Ihr seht die Drehzahlmesser plus die Geschwindigkeit. Passt auch unten zur Anzeige, ne? Also sehr, sehr gut. Von außen sieht das Ganze nur so aus. Wir gehen schön mit raus. Ihr seht jetzt den Knicklenker, ne? Also für alle Freunde der Knicklenker. Also, ne, muss man mögen, kann nicht jeder, aber wie ich finde, sehr, sehr, sehr gut. Diese Rundumleuchte hat er standardmäßig dabei. Die Blinker funktionieren auch. Muss drehen, wird mein Sound, würde ich sagen, hört immer selber. Ist standardmäßig, da gibt es also jetzt nichts Besonderes, was man sagen, wow, ist jetzt was ganz anderes. Licht, wird Abblendlicht war da, Arbeitsscheinwerfer, ne, oder halt aus. Also, ne, auch hier funktioniert die Blinker einwandfrei. Von meiner Seite aus gibt es da eigentlich nicht viel zu viel Negatives zu sagen. Er lässt sich gut fahren. Ja, ein Allrounder würde ich behaupten. Leider ist der Mod halt nur für PC und Mac, also für unsere Freunde der Konsole leider nicht verfügbar. Zumindest schreibt der Modder so. Und ja, von meiner Seite aus kann ich ihn euch wärmstens empfehlen, weil er ist gut gemacht, er sieht gut aus, ist sehr detailreich. Einfach ein rundum schöner Traktor. Dann würde ich sagen, wenn euch diese Modbox schon gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne was in die Kommentare, wie ihr diesen Mod findet, beziehungsweise ob ihr den auch selber nutzt. Ne, wir versuchen euch ja immer ganz gerne, dass ihr die Mods dann auch euch runterladet und nutzt. Der Download-Link ist in der Videobeschreibung. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Ich bin Christoph von Modbox und raus. Ciao.